weiter geht's. Heute steht natürlich der kürzere Teil des Levels auf dem Plan, der uns allerdings auch zu einem wesentlich schwereren Endboss führt. Wir nähern uns auch schon so langsam dem Ende des Spiels. Im Winterwunderland. Oder Winterhorrorland, besser gesagt. In dem Raum hier müsste auch die letzte Schriftrolle versteckt sein. Ich kaufe mir zwar eigentlich die Zauber, aber es ist wichtig, dass wir sie finden. Ich werde später noch erklären, weshalb. Gleich beim Boss werde ich auch unsere neue Verwandlung präsentieren. Das ist der Boss, Gwevon, der Schneewolf. Autsch. Ohne den Legendendämon ist dieser Boss ziemlich hart. Der Luftgargoyle kann ihm natürlich nichts anhaben. Ich müsste ihn aber eigentlich, autsch, recht schnell besiegen können. Ja, er verfärbt sich ja schon. Der Legendendämon ist eigentlich fast genauso wie der ganz normale. Er kann auch keine besonderen Waffen benutzen, das braucht er aber auch gar nicht, weil sein Angriff wirklich mächtig Schaden verursacht, wie ihr sehen könnt. Ja, solange der sich verfärbt, ist er unverwundbar. Toll, das Dämonenfeuer, das wir aber jetzt gar nicht mehr brauchen. Es ist vielleicht das mächtigste Feuer im Reich, aber es ist nicht so mächtig wie der Angriff vom Legendendämon. Der Legendendämon sieht übrigens genauso aus wie der ultimative Dämon. Er unterscheidet sich nur in der Farbe. Ja, ich bin jetzt nur noch mal hier, weil ich mir die eine Flasche noch besorgen muss. Das nur, weil ich halt nicht richtig aufgepasst habe beim letzten Mal. Also, hier waren wir ja schon, weiß ich nicht wie oft, das ist ja jetzt auch nicht mehr interessant. Also, ich werde mich jetzt schon mal fürs Zusehen bedanken und ich werde auch jetzt schon abschalten. Also, hier werde ich jetzt nichts mehr hören. Ich werde nur noch darauf hinweisen, dass wir den letzten Talisman im letzten Level finden werden. Was er für einen Effekt hat, das werde ich euch dann erklären, wenn ich ihn habe.
Tschüss.